über die letzten Jahre zunehmend feststellen müssen, dass der Begriff des Antisemitismus eben als Waffe vornehmlich beim Thema natürlich Palästina-Israel verwendet wird, aber teilweise auch darüber hinaus. Also inzwischen werden ja auch zum Beispiel Fridays for Future, wenn Greta Thunberg sich äußert, denn dann in die antisemitische Ecke gestellt. Jetzt noch ein kurzer Satz dazu, warum wir jetzt speziell auch Wolfgang Benz heute eingeladen haben. Der Anlass war die Ausstellung, die Nakba, Flucht und Vertreibung der Palästinenser von 1948. Und diese Ausstellung haben wir, also der Verein Flüchtlingskinder im Libanon, im Jahr 2008 erstellt. Diese Ausstellung ist gefördert worden vom Land Baden-Württemberg, und zwar durch die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit. Und sie ist gefördert worden vom Evangelischen Entwicklungsdienst, also von der Evangelischen Kirche. Noch im Jahr 2013 hat das Kultusministerium von Baden-Württemberg uns gegenüber schriftlich geäußert, die Ausstellung und das Begleitheft zur Flucht und Vertreibung der Palästinenser stellen gerade auch im Sinne des Beutelsbacher Konsens zur politischen Bildung einen Beitrag dar, die unterschiedlichen Positionen zum Nahostkonflikt zu illustrieren und der Öffentlichkeit ins Bewusstsein zu bringen. Wie krass sich das Klima dann verändert hat in den darauffolgenden Jahren, sieht man daran, dass dann Michael Blume, unser Antisemitismusbeauftragter, die Ausstellung in seinem Antisemitismusbericht genannt hat, und zwar über der Überschrift Handlungsempfehlungen, was tun im Kampf gegen Antisemitismus und israelfeindlichen Antisemitismus stoppen. Dasselbe hat uns ereilt mit der Evangelischen Kirche. Und die hat dann im letzten Jahr beim Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg das Zeigen der Ausstellung an unserem Stand auf dem Markt der Möglichkeiten verboten. Und das war eben jetzt der Anlass, dass Wolfgang Benz sich an uns gewendet hat und gefragt hat, er hätte vor, ein Buch dazu herauszubringen. Und das ist eben dieses Buch, was wir heute Abend hier vorliegen haben, auch. So, jetzt möchte ich aber meine Vorrede beschließen und wünsche Ihnen auf jeden Fall einen interessanten Abend. Im Anschluss daran werden wir natürlich noch die Möglichkeit auch zu Nachfragen oder zu Diskussionen geben. Dankeschön. Man kann sich ja immer ein ganz gutes Entree verschaffen, wenn man die Vorrednerin, die einen freundlich begrüßt hat, die einen eingeladen hat, desavouiert und sagt, dass das mehr oder weniger falsch war oder doch einiges falsch war. Also, dass ich ein international anerkannter Antisemitismusforscher bin, das glauben nicht mehr alle. In der Jerusalem Post, einem ja unter uns einen Prädikat, las ich, dass ich ein Antisemit bin. Und damit sind wir eigentlich auch schon mitten im Thema. Antisemitismus ist, wie wir alle täglich hören und lesen, eine Pest in Deutschland, so schlimm wie noch gar nie. Ich höre das seit ungefähr 50 Jahren. Ich bin ein gelernter Historiker von Beruf, und von 1990 bis 2011 war ich Inhaber des bis dahin einzigen Lehrstuhls für Antisemitismusforschung, den es überhaupt nicht nur in der Bundesrepublik, in Europa, sondern weltweit gab. Antisemitismusforschung war also eine Disziplin, die es nur in Deutschland gab. Dass ich vielleicht eine Fehlbesetzung war, kann sein, ist aber längst vorbei und vergessen. Inzwischen bemerkt man eigentlich von der akademischen, von der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Problem der Judenfeindschaft, wie der richtigere Ausdruck vielleicht lauten würde, eigentlich wenig. Inzwischen haben das Wort
ergriffen, die Antisemitismus beauftragt des Bundes, der Länder, der Behörden, also es gibt sie überall. Und sie versichern also auch ständig, die Gefahr sei noch nie so groß gewesen, wie sie jetzt ist. Es erinnert mich schon früher immer an die Regierungskonzepte von Konrad Adenauer. Der hat gesagt, die Lage war noch nie so ernst, meine Damen und Herren. Dafür wurde er ja dann immer wieder gewählt. Ich habe auch ein persönliches Erlebnis, als ich Ende 1990 von München nach Berlin zog, um den Lehrstuhl für Antisemitismusforschung, das dazugehörige Institut an der Technischen Universität, zu übernehmen. Da gehörte dazu ein Antrittsbesuch beim damaligen Vorsitzenden des Zentralrats der Juden in Deutschland. Und er war gleichzeitig ja auch Vorsitzender der jüdischen Gemeinde zu Berlin, ein weithin bekannter, streitbarer, offensichtlich auch immer oder meist schlecht aufgelegter Mann. In Begleitung also eines hohen Beamten der Technischen Universität habe ich ihn aufgesucht. Also er war mürrisch, abweisend, zerstreut, unhöflich. Bis zum Gegenteil. Also wir saßen da so um einen Couchtisch herum und er hatte Telefon und hat nur ein paar Minuten mit seiner Sekretärin telefoniert. Also geben Sie mir den Bundesinnenminister. Kommt zurück, nicht zu sprechen, ist nicht da, ist verreist. Ja, dann geben Sie mir also irgendeinen anderen Minister. Am Schluss hatte er einen Staatssekretär. Auf den schimpfte er dann ungefähr 5 oder 10 Minuten lang ein, dass der Antisemitismus so schlimm sei, wie eigentlich noch nie, dass er täglich Ärger würde und dass man einfach jetzt unbedingt und dringend etwas gegen diese Gefahr tun müsste. Jetzt legte er auf und verwandelte sich. Jetzt war er entspannt. Und ich hatte dann das Gefühl, das macht er jeden Vormittag so zwischen 10 und 11, sozusagen seine Pflicht erfüllen, zu warnen, die Bundesregierung zu geißeln. Denn jetzt wurde er lebenswichtig, er hörte zu, war freundlich und vollkommen nett und vernünftig. Daran denke ich ja sehr, sehr häufig, wenn ich jetzt die medialen und die politischen Verlautbarungen vernehme. Also lange Zeit war von einem neuen Antisemitismus die Rede. Ich hielt da jeweils dagegen und sagte, es gibt keinen neuen Antisemitismus. Es ist nämlich immer der alte. Es sind die alten Vorurteile, es sind die alten Ressentiments gegen Juden und habe das dann auch versucht zu erklären, warum, habe auch die Größenordnungen und die Dimensionen zu erklären versucht. Aber der Schlag mit der Handkante, es war noch nie so schlimm. Jeder fünfte Deutsche ein Judenfeind. Es ist einfach sehr viel wirkungsvoller als die differenzierte Aufklärung über den tatsächlichen Sachverhalt. Habe dann auch im Laufe meiner Amtszeit, in der ich also sehr viel, also auch als von der hohen und der mittleren Politik als Berater gefragt wurde, das ist vollkommen vorbei. Die wissen es jetzt alle selber. Die brauchen keinen akademischen Sachverstand mehr. Die müssen auch nicht aufgeklärt werden über das Wesen des Vorurteils. Und die halten also schon gar nichts von meiner Kernerkenntnis, die ich in 20 Jahren der Tätigkeit als Hochschullehrer und Forscher über das Vorurteil gewonnen habe, dass es nicht genügt, jetzt aus berechtigter Schuld und Scham gegenüber dem Holocaust jetzt Juden bedingungslos
blind zu lieben, weil sie Juden sind, dass man nicht, weil wir jetzt was gut machen wollen, Juden, uns auf die Suche nach dem Juden begeben, endlich einmal einem Juden die Hand zu drücken, dass wir aber mit genau denselben Mitteln, mit denen einst Juden ausgegrenzt sind, auf dem Höhepunkt des Antisemitismus, nämlich Ende des 19. Jahrhunderts, dass ungestraft auf die gleiche Weise heute Muslime, weil sie Muslime sind, beleidigt, gekränkt werden dürfen, weil man sie denunzieren darf. Meine Naivität bestand darin, dass ich glaubte, das müsse doch verstanden werden, dass die Mehrheitsgesellschaft ein Bedürfnis hat, dass die Mehrheitsgesellschaft Minderheiten braucht, um die zu stigmatisieren, um für das eigene Wohlbefinden, für den eigenen Status. Denn wenn es Minderheiten gibt, wie die, ja, bekanntlich kriminellen Zigeuner, normalerweise benutze ich das Wort nicht, aber es war jetzt ein Zitat, wenn es Minderheiten gibt, wie die betrügerischen Juden, wenn es andere, man kann jede beliebige Minderheit in für diese Rolle definieren, dann geht es der Mehrheit gut. Dann geht es der Mehrheit besser, denn dann sind wir ja auf dem sicheren Ufer und können, so haben wir auch lange und tun es jetzt immer noch nur mit anderer Richtung gegenüber der Judenfeindschaft agiert. Vor ungefähr 15, 20 Jahren waren es die Polen, die nichts gelernt haben, die an der alten traditionellen Judenfeindschaft öffentlich festhielten. Mit den Fingern haben wir gerne drauf gezeigt, also auch auf den religiösen Antijudaismus, den es bei uns nur noch wenig gibt, aber der in Polen oder in Ungarn kassiert, und haben uns dann sehr wohl gefühlt, weil wir ja doch sehr viel aufgeklärter und erhabener darüber waren. Also meine Naivität bestand darin, dass ich so zum Ende meiner Amtszeit als Direktor des Zentrums für Antisemitismusforschung eine Tagung veranstaltet habe, in der ich darauf hinwies, dass die Methoden der Ausgrenzung, einst gegen Juden, jetzt gegen Muslime, dass die dieselben sind. Dass man die jeweilige Minderheit etwa mit rassistischen angeblichen Eigenschaften und Zuschreibungen, sondern immer noch oder wieder mit religiösen Hinweisen, Vermutungen. Ich habe mich dann immer gewundert, wie viele Islamexperten es gibt, wenn dann irgendwo in einer Veranstaltung einer auftritt und mit dem ausgestreckten Finger sagt: Wussten Sie nicht, dass im Koran in 99 Suren Verbrechen gegen Ungläubige? Ich sage: Ja, wenden Sie sich an den Imam, der kann es Ihnen genau erklären. Ich bin nicht zuständig, bewundere aber Ihre intime Kenntnis des Koran und beneide Sie darum. Also, um die ausufernde Vorrede und Erklärung für das Folgende, denn ich weiß, Sie haben nur so bis gegen Mitternacht oder so Zeit, die wollen auch Sie nach Hause. Also, jetzt versuchen, einigermaßen komprimiert zur Sache zu kommen. In den Schmerz über die Unmöglichkeit von Frieden in Nahost, in die Sympathie für die Bürger Israels, die aus dem Hinterhalt mit Raketen beschossen werden, die überfallen von Terroristen überfallen worden. Da hinein mischt sich auch der Zorn und der Abscheu über die Begleitmusik des Konflikts.
Das ist einmal judenfeindliches Gejohle von Heißspornen, die Muslime sein können, aber nicht unbedingt Muslime sein müssen. Das können auch aus den Fugen geratene Studierende der Freien Universität Berlin sein. Über antisemitische Hetze im Internet, über gemeine Parolen und vor allem über Gewalt. Gewalt in der Öffentlichkeit, über die Polarisierung, dass es anscheinend nur noch Feind und Freund gibt, aber keine Diskussion, keinen Austausch der Argumente, dass man sofort abgestempelt ist, dass Kontakte abgebrochen werden. Das ist so der Ausgangspunkt, das ist die Situation derzeit. Der Zorn richtet sich ebenso an die Adresse der Aufwiegler, die das Märchen vom angeblich wesensimmanenten Antisemitismus des Islam zu bestätigen scheinen, wie gegen die Islamfeinde, die vor dem Import von Antisemitismus warnen, um Migration zu verhindern, um Flüchtlinge abweisen zu können mit dem Totschlagargument, da würden wir uns nur den Antisemitismus ins Haus holen. Die also lieber Flüchtlinge zugrunde gehen lassen und dem Flüchtling aus der Bürgerkriegsregion des Syriens unterstellen, er käme nur, um den Islam auf eine verbrecherische Weise in Mitteleuropa zu kultivieren. Antijudaismus und Antisemitismus sind aber leider, und das verkünde ich unermüdlich gegen vielen Widerspruch, Erzeugnisse des Abendlandes und nicht des islamischen Kulturkreises. Die Phänomene der Judenfeindschaft spielen im öffentlichen Diskurs derzeit eine überaus große Rolle. Die Debatten finden jedoch auf getrennten Foren statt. Zwischen den Inseln der politischen Deklamation einerseits, emotionaler Betroffenheit und Wallung, Hass und Hetze andererseits, oder gar rationaler Betrachtung, das heißt der Analyse des Problems, seiner Ursachen, seiner Traditionen, seiner Herkunft durch interdisziplinäre Forschung, dazwischen scheint es keine Brücken derzeit mehr zu geben. Anstrengungen, Judenfeindschaft als Ressentiment mit langer Tradition aus verschiedenen Wurzeln und mit einer einzigartigen mörderischen Wirkung, ich nenne den Holocaust, in der Geschichte der Menschheit mit wissenschaftlicher Herangehensweise zu verstehen, stößt auf vielfältigen Widerstand. Politisches Interesse führt entweder dazu, dass das Phänomen geleugnet bzw. marginalisiert, oder schlimmer noch als berechtigt erklärt wird, weil die Juden angeblich durch ihr Gebaren, ihren Charakter, ihre vermeintlichen Taten die eigentliche Ursache der Abneigung und der deshalb berechtigten Abwehr gegen sie seien. Das ist der Kernsatz, an dem man arbeiten muss. Nicht die Juden sind schuld, dass man sie nicht mag. Nicht die Muslime sind schuld, dass man sie nicht mag, sondern wir brauchen Feinde, die wir anscheinend nicht mögen dürfen. Stößt in aller Regel auf erbitterte Abwehr mit der Argumentation, aber ich habe doch überhaupt nichts gegen die einen oder gegen die anderen, aber meine Schwiegermutter ist neulich von einem türkischen Taxifahrer schlecht behandelt worden und nach dem Motto, alle ihren haben rote Haare, ich kenne einen,
Also mit dieser sublimen Verallgemeinerung kann man alles beweisen und wird leider auf diesem Gebiet, das uns gerade so beschäftigt, wird dann auch alles bewiesen. Irgendein Einzelfall muss dann als das ultimative Argument gelten. Ja, aber mein Großvater sagte und erkannte, und das ist beweisbar, sicherlich auch richtig. Es erklärt aber nicht ein mörderisches Phänomen, das über die Jahrhunderte ein Problem ist. Inzwischen ist der Antisemitismusvorwurf in unserer Gesellschaft das ultimative Argument. Nur vor 30, 40 Jahren war es noch so, wenn jetzt ein Dorfbürgermeister, das sind alles reale Fälle, oder ein Dorfbürgermeister dann mal sagte, ja, da müssen wir halt die Juden zur Kasse bitten, weil unsere Gemeindekasse so leer ist, oder ein Sparkassendirektor von der Filiale irgendwo erklärt, also die Juden seien halt doch nur an Geschäften und am Wucherzins interessiert und dann auch deshalb recht schädlich. Dann, waren Vorfälle, die wurden sofort sanktioniert und natürlich auch zu Recht sanktioniert. So was braucht es heute nicht mehr, da genügt einfach die Denunziation und Versicherung, der oder dem ist ein Judenfeind, ist ein und unter Judenfeind, das wird pauschalisiert, da wird ein ganzer Staat gemeint, ohne irgendwelche Differenzierung. Und wenn jemand zum Beispiel sagt, der derzeitige langjährige Premierminister von Israel treibt eine Politik, die mir nicht geeignet scheint, den Frieden in der Region herbeizuführen, dann setzt man sich aber sofort dem Antisemitismus Verdacht aus. Und es gibt genug streitbare Journalisten und Politiker, die einen dann unbarmherzig verfolgen. Ich weiß gut, wovon die Rede ist. Was jetzt wirklich unter dem Begriff Antisemitismus zu verstehen ist, ein Begriff, der von der Konstruktion her und in jeder Beziehung falsch ist. Aber er hat sich durchgesetzt, deshalb ist es völlig sinnlos, jetzt versuchen, da eine neue Begrifflichkeit zu erfinden. Man vertut nur seine Zeit damit, verschwendet Kraft und Energie. Zu verstehen ist, wir verstehen also jetzt unter Antisemitismus eine weite Skala, die vom religiösen Vorurteil über die rassistische Stigmatisierung zur sozialen und ökonomischen Ausgrenzung führt, sowie zu allen nur denkbaren politischen, fremdenfeindlichen, verschwörungstheoretischen, literarischen oder esoterischen Diffamierungen. Das bleibt alles einigermaßen diffus und variabel, und wenn heute, und ich schließe eigentlich alle Antisemitismusbeauftragten auf alle Ebenen ein, wenn die von Antisemitismus sprechen, sie differenzieren nicht, sie wissen wahrscheinlich auch nicht so genau, was das ist, lassen sich das aber auch nicht erklären, weil sie es ja verarmt, ihr Wissen, ihre Überzeugung schon vorgegeben ist. Trotzdem muss man sich die Mühe machen, um das zu differenzieren. Ja. Da bin ich öfters. Ist aber argumentativ nicht besonders überzeugend.
Also, ich will versuchen, in möglichst wenigen Worten zu erläutern, worum es sich denn wirklich handelt, was wirklich Antisemitismus verabscheuungswürdig ist und wo dieser Begriff nur als ultimatives Argument der Denunziation der Ausgrenzung benutzt wird. Inzwischen, ich habe das schon angedeutet, gehört die Verortung im richtigen Lager. Wir haben gerade auch einen Beweis augenscheinlich vorgeführt bekommen. Die Verortung im richtigen Lager, das garantiert die richtige Überzeugung und anscheinend auch die richtige Haltung. Die sichere Existenz Israels ist aus historischer Verantwortung zu Recht eine Maxime deutscher politischer Kultur. Ist Kritik an der Politik der jeweiligen israelischen Regierung trotzdem erlaubt? Das sei selbstverständlich unbestritten und selbstverständlich wird von Zuständigen einerseits erklärt, aber gleichzeitig auch mit Auftrittsverboten, mit Nichterwähnungen, mit Ausgrenzung, mit Stigmatisierung gearbeitet. Dass die Liebe zu Israel und die Empathie für das Judentum mit der Reflexion über Menschenrechte der palästinensischen Bevölkerung zu vereinbaren ist, das klingt vollkommen banal. Also, dass meine Empathie als deutscher Bürger und Nachgeborener des Holocaust für den Staat Israel gegeben ist, das schließt ja doch meine Empathie für die Leiden der palästinensischen Zivilbevölkerung nicht im Mindesten aus. Ich muss das nicht hören. Zwischen einem Freund und gleichzeitig einen anderen als Feind zu bekämpfen. Das scheint aber derzeit so ungefähr das Schwierigste zu sein, was man Menschen zumutet, nicht in einer Schwarz-Weiß-Welt, in einer Welt, in der es nur Gut und Böse gibt, sondern in einer Welt zu leben, in der man einen differenzierten Blick braucht und Empathie für beide Seiten mit ihren unterschiedlichen Problemen und Leiden. Aber auf Ausgrenzung, ich will jetzt ein ganz banales Beispiel nennen, geschieht dann im Zweifelsfall ohne Rücksicht auf Verluste. An der Kunsthochschule Berlin-Weißensee haben jüdische Künstler israelische Nationalität ein Kunstprojekt durchgeführt und sie sind dann von der Leitung der Kunsthochschule als Antisemiten denunziert worden, verloren die finanzielle Förderung ihres Projekts, denn sie haben sich mit Zionismus als nationalem Programm und dessen politischen Wirkungen künstlerisch beschäftigt. Am Kesseltreiben gegen das Projekt beteiligten sich neben den Bekannten, die sich dazu berufen fühlen, beteiligte sich aber auch der israelische Botschafter mit dem Schuldspruch, das Vorhaben sei antisemitisch und antizionistisch. Es ist natürlich schwierig zu beweisen, wenn es sich um jüdische Künstler handelt, die sich mit einem Problem ihres Staates mit künstlerischen
Mittel auseinandersetzen. Also, der israelische Botschafter muss das ja auch nicht beweisen. Es reicht ja der Bannstrahl und das funktioniert auch. Wann überschreitet also berechtigte Kritik an der Politik Israels gegenüber Palästinensern die Grenzen und ist wirklich Judenfeindschaft? Das geschieht gewiss dann, wenn Vorurteile und Stereotypen, die mit der zu kritisierenden jeweiligen Angelegenheiten gar nichts zu tun haben, als Erklärung und Schuldzuweisung an die Juden benutzt werden. Also wenn ein Kakel, der sagt, ja, man darf den Juden gar keinen Staat geben, weil sie überhaupt nicht in der Lage sind, ordentlich zu regieren und dann eine Umwelt platt machen müssen. Das ist Antisemitismus. Das ist Judenfeindschaft und hat mit Kritik nichts mehr zu tun. Wenn ich aber ebenso, wie ich jetzt den österreichischen Außenminister oder den Verteidigungsminister der USA, zum Beispiel wegen des damals geführten sinnlosen Irakkrieges, kritisiere, dann spreche ich doch damit kein Verdikt über alle Iraker aus. Dann verlange ich doch nicht, dass der irakische Staat oder dass die Vereinigten Staaten von Amerika, dass alle Amerikaner ins Meer getrieben werden, sondern ich verurteile eine politische Handlung und distanziere mich von der. Wenn ich auf diese Weise eine israelische politische oder militärische Handlung kritisiere, bin ich noch lange, per Definition, noch lange kein Judenfeind. Aktivisten, die Kampagnen inszenieren, fragen aber ebenso wenig nach Definitionen des Problems wie moralisch Sensible, die den Holocaust als Menschheitskatastrophe erkannt und verinnerlicht haben und scham- und schuldbewusst dem Bösen und seinen Opfern nichts als positive Empfindungen gegenüber den Nachkommen der Opfer entgegenbringen wollen. Philosemitismus bestimmt die politische Kultur dieses Landes, daher auch diese Erbitterung gegen jeden vermeintlichen Verstoß dagegen. Die Frage, was ist Antisemitismus, wäre einfach zu beantworten. Denn der Kern des Ressentiments besteht ja darin, dass man die Juden nicht mag, weil sie Juden sind. So einfach ist das. Das ist wenig wissenschaftlich formuliert, aber es ist die emotionale und die intellektuelle Substanz jeder Form und aller Ausprägungen von Judenfeindschaft. Wurde öffentlich demonstriert im April 2004, da tagte in Berlin eine Konferenz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE, beschickt von hochrangigen Delegierten der 55 Mitgliedstaaten. Sie brachte als Ergebnis einen Sonderbeauftragten im Kampf gegen den Antisemitismus hervor. Das war ja also noch reichliche Zeit, bevor ehe die Antisemitismusbeauftragten des Bundes und der Länder in Erscheinung traten. Also, aber die OSZE hat den Anfang gemacht. Ich durfte als Zaungast an dieser Konferenz im Weltsaal des Auswärtigen Amtes. Der Weltsaal ist der größte Saal mit dem gewaltigsten Fassungsvermögen teilnehmen. Es wimmelte von Botschaftern, Außenministern, hohen und bedeutenden Personen. Der Höhepunkt des Jubels war die Rede des damaligen Bundespräsidenten Johannes Rau, den ich auch deswegen sehr verehre.
nämlich auf die Frage, wie viel Kritik denn an Israel erlaubt sei, sagte er, es ist doch Freundespflicht zu kritisieren. Das ist doch Aufgabe. Und der Jubel war ungeheuer. Und das gibt mir natürlich bis zum heutigen Tag diese Kluft, die zwischen diesem einmütigen Jubel und den wahren politischen Überzeugungen, diese Kluft, die sich aufgetan hat, das gibt mir also bis heute zu bedenken. Nachgang zu dieser ja nun gewiss löblichen Anstrengung der OSZE, das Übel der Judenfeindschaft zu bekämpfen, gar auszurotten, entstand dann im folgenden Jahr durch Zusammenkunft auf einer von unzähligen seitdem stattfindenden Zusammenkünften der zuständigen politischen Organisationen der OSZE, die Working Definition of Antisemitism. Also diese von in der Vorrede schon angekündigte politische Antisemitismus-Definition, die im Frühjahr 2016 auch von der International Holocaust Remembrance Alliance, IHRA, einer Organisation der 31 Staaten angehören, feierlich in den Rang eines Arbeitsdokumentes erhoben wurde. Nicht die katholische Kirche erlässt Dogmen. Es gibt politische Grundsätze. Diese Definition von Antisemitismus hat nur die schlichte Qualität eines Arbeitsdokuments, damit war das Provisorische betont, und die Festlegung, die Verbindlichkeit als zwingende Richtschnur vermieden. Grund dafür war die prononcierte Hervorhebung eines sogenannten Israel-bezogenen Antisemitismus, ein Zusatz, der nicht von allen Unterzeichnerstaaten so anerkannt wurde und ein Zusatz, der sich dann im Laufe der folgenden Jahre immer mehr in den Vordergrund schob und dann das Eigentliche, nämlich den Versuch zu definieren, was ist Judenfeindschaft, so überwölbt hat, dass, wie es denn heute in der politischen Praxis der Fall ist, dass Antisemitismus und Israel-Kritik, Israel-Feindschaft, jeder kritische Betrachtung israelischer Politik in die Definition Antisemitismus einbezogen ist. Der Kern dieser Arbeitsdefinition ist überhaupt nicht anfechtbar, aber die Überwölbung, dass sich die Hauptstoßrichtung jetzt nur noch, das entwickelt dann nur noch Israel, das ist also höchst bedenklich. Das hat insbesondere jüdische Wissenschaftler in Israel und weltweit Kollegen zu einer exakteren, zu einer wissenschaftlicheren, zu einer vernünftigen Definition, die das Problem insgesamt ergreift und nicht auf pro oder contra Israel reduziert, bewogen, die Jerusalemer Erklärung, und Sie haben das schon bei der Begrüßung erwähnt, ich habe die Jerusalemer Erklärung als das vernünftige und auf wissenschaftlicher Analyse beruhende Dokument selbstverständlich
unterschrieben und trage das mit, was aber politisch vollkommen bedeutungslos ist, denn inzwischen ist dieses Arbeitsdokument der IHRA im Rang eines politischen Dogmas erhoben worden, nachdem etwa dann auch der Deutsche Bundestag diese fast einstimmige Resolution gefasst hat, die unter dem falschen Firmenschild Antisemitismus bekämpfen, die BDS-Boykott-Bewegung als verdammt und als eine besonders schlimme Form der Judenfeindschaft kritisiert und verwirft. Das ist gut, ein schlichter Bürger, sagt, es ist Unsinn. Auch wenn die eine Mehrheit im Deutschen Bundestag das so befunden hat, aber genau. Es bekämpft weder den Antisemitismus noch schafft es ein Problem aus der Welt, hat aber ein paar neue Probleme geschafft. Der jüdische, muss man immer wieder dazu betonen, wer dann etwa der jüdische Gelehrte aus Frankfurt am Main, der auch in unserem Buch vertreten ist, spricht seitdem von einer Kontaktschuld, die man einfach, wenn man jemanden kennt, der diese BDS-Boykott-Bewegung nicht für antisemitisch hält oder nicht für so schrecklich schlimm oder gar für relativ banal und wirkungslos, aber er macht sich schon schuldig dadurch. Er spricht auch von einem neuen McCarthyismus, also einer Hetzjagd gegen Leute, die das Falsche sagen. Also, endlich, was ist eigentlich jetzt Judenfeindschaft nach überlanger Vorrede? Das originäre Muster der Judenfeindschaft ist religiös begründet. Es entstand vor 2000 Jahren als Ausgrenzung derjenigen, die der damals neuen Heilsbotschaft der Erlösung der Menschheit durch Jesus Christus nicht folgten und am Alten Testament festhielten. Das war theologisch als Verstocktheit begründet und damit haben sich die Juden allmählich auch, sind damit auch sozial aus der christlichen Gesellschaft ausgegrenzt worden. Das war zunächst theologisch begründet von der hohen Geistlichkeit, von Kirchenlehrern, von Kirchenfürsten. Es ist dann später vor allem vom niederen Klerus ist dann diese religiös begründete Judenfeindschaft exekutiert worden. Das spielt in unserer säkularisierten Umgebung in Deutschland keine besonders große Rolle mehr. Wenn niemand mehr weiß, was eine Hostie ist, dann ist auch der Vorwurf des Hostienfrevels sozusagen belanglos geworden. Aber so der Kern der Vorwürfe, dass die Juden angeblich immer in der Woche vor Pessach, also vor Ostern, einen christlichen Knaben entführen, schlachten, weil sie angeblich sein Blut zur Bereitung von Matzes brauchen. Einen größeren Unsinn kann man sich überhaupt nicht ausdenken als so etwas. Aber das wird doch noch gerne, immer, das geistert noch herum und wird noch gerne geglaubt. Die schlimmste Wirkung war wahrscheinlich die, Juden waren wegen ihrer Religion
aus der spätantiken, aus der mittelalterlichen, aus der frühen neuzeitlichen Gesellschaft ausgegrenzt. Sie wurden nicht in Zünfte aufgenommen, durften kein Handwerk ausüben, durften, weil sie Juden waren aufgrund ihrer Religion, keinen Landerwerb haben. Sie konnten sich nur durch Handel ernähren und durch Geldverleih, durch Zins, was den Christen verboten war, trotzdem gab es Bedarf für dieses Gewerbe. Und daraus entwickelt sich dann das bis heute virulente Vorurteil: Die Juden wollen nicht arbeiten. Die Juden wollen nicht körperlich arbeiten, wollen nicht, während wir nordischen Germanen uns mit dem Pflug auf dem Felde mühen, sind zu Juden nur da und zählt Geld und treibt Wucher. Der will nur handeln, der will nur schachern. Das ist so zählebig, dass es, die Leute haben kapiert, das sagt man heute nicht mehr, aber man weiß es und man fühlt es. Und das führt weiter zu jemand, der sich nur und vor allem mit Geld beschäftigt, der hat ja da etwas im Sinn. Also die wollen die Welt beherrschen über den Einfluss, den sie in Parlamenten, auf der Börse, in den Medien haben. Das war fester Glaube im 19. Jahrhundert. Manche glauben das auch heute noch. Auf die Standardfrage über Antisemitismus, die in jeder Befragung vorkommt: Glauben Sie, dass die Juden zu viel Einfluss in unserer Gesellschaft haben? Sagen die meisten: Ja, das glauben sie. Einmal, weil schon der Opa vermutet hat. Zum anderen, weil sie glauben, wenn so gefragt wird, muss was dran sein, und dann bejaht man das. Und viele auch, weil sie es wirklich glauben, weil das Dutzende von Jahrzehnten in Traktaten, in kleinen Schriften verkündet worden ist. Diese religiös begründete Judenfeindschaft hat immerhin bietet einen Ausweg. Der Jude, der sich taufen lässt, wird in die christliche Gesellschaft aufgenommen, und zumindest theoretisch gelten die Vorbehalte, die Ausgrenzungen nicht mehr. Aber jetzt im 19. Jahrhundert kommt eine zweite Form von Judenfeindschaft, die auch den Begriff erfindet. Antisemitismus ist ein Terminus, der zum ersten Mal im Jahre 1879 nachweisbar ist. Vorher ist er nie irgendwo gebraucht worden. Einer von den vielen verkrachten akademischen Existenzen, Kleinschriftstellern, Phantasten, Verschwörungstheoretiker, die diese neue Lehre des Antisemitismus unterfüttern mit ihren Schriften. Einer von denen hat den Begriff erfunden. Allesamt begründen sich jetzt nicht mehr auf die Religion, sondern auf die Rasse. Wir wissen heute, dass es gar keine Rassen gibt. Es gibt aber wohl noch einen blühenden und florierenden Rassismus. Im 19. Jahrhundert war die Rassenlehre aber sozusagen das Nonplusultra wissenschaftlicher Betrachtungsweise der Welt. Wie die auch alle hießen: Graf Bovineau mit einem vierbändigen Riesenwerk über die Rasse, bis zu Richard Wagners Schwiegersohn Chamberlain mit seinem zweibändigen, ebenfalls ziemlich unlesbaren Werk, haben also jetzt begründet, warum der Jude so schlecht ist, so bösartig, einen so verbrecherischen Charakter hat, wegen seines Blutes, wegen seiner
wegen seiner Rasse. Das hat Adolf Hitler zu dem tragischen Höhepunkt des Holocaust als Menschheitsexzess, als Genozid gebracht. Damit ist der rassistische, der eigentliche Antisemitismus eigentlich erledigt. Sollte man wenigstens glauben, und Nachgeborene glauben das auch immer mehr, dass dann 1945 nach der Katastrophe des Genozids dann jetzt da Reue und Leid und Schuldbewusstsein und Scham geherrscht haben. Keineswegs. Das hat erst einmal, die alten Ressentiments waren nicht zu beseitigen, sind blühten weiter, nicht nur in Deutschland. In Deutschland haben die Besatzungsmächte dafür gesorgt, dass es zu keinen Gewaltexzessen oder kaum zu Gewaltexzessen nach 1945 kam. In Ungarn, in der Slowakei, in Polen hat es in der Nachkriegszeit Pogrome gegen Juden gegeben mit der alten rassistischen Begründung. Und der Hauptunterschied ist jetzt, dem rassistischen Antisemitismus kann man nicht durch Taufe oder irgendwas entrinnen. Das hat die Nationalsozialisten überhaupt nicht interessiert. Der rassistische Antisemitismus kennt nur eine Lösung: vertreiben, vernichten, ermorden. Wir haben damit die beiden Haupttraditionslinien der Judenfeindschaft bloßgelegt. Was geschieht dann? Wie kommen wir dann zur heutigen Situation? 1945 bald, die Nazis sind ja nicht ausgerottet worden, sie sind zum Teil zu Demokraten bekehrt worden oder haben erkannt, dass jetzt Demokratie angesagt ist, und das wurde ja auch unmittelbar belohnt. Das hat ja nun mit dem Wirtschaftswunder, ich spreche von Westdeutschland, der alten Bundesrepublik, das hat sich sofort ausgezahlt und gelohnt. Also man hat da nicht weiter über das Problem des Judenmords, hatte man die ersten Jahrzehnte der Zeit nach 1945 nicht nachgedacht. Das überließ man ein paar Historikern, ein paar Pastoren, ein paar Moralisten, aber sonst war das halt irgendwie ein Abstellgleis der Geschichte, da ist irgendwie Schlimmes passiert, aber man redet nicht darüber. Man redet aber doch darüber oder fühlt darüber, denn jetzt in der Westdeutschen Bundesrepublik entsteht ein neues Ressentiment. Die Gelehrten nennen es den sekundären Antisemitismus, der richtigere Ausdruck wäre vielleicht Judenfeindschaft, nicht trotz Auschwitz, sondern wegen Auschwitz. Ist mal zusammengefasst worden von einem jüdischen Gelehrten, der sagt, das verzeihen uns die Deutschen eben nicht, dass sie uns in Auschwitz ermordet haben. Also aus Schuld und Scham, aus Opferumkehr entsteht eine neue Ausprägung von Judenfeindschaft. Die arbeiten alle mit den alten Ressentiments, die aus dem religiösen, aus dem rassistischen kommen, aber sie werden jetzt neu aufgeladen. Das ist jetzt die sogenannte Wiedergutmachung, die Restitution, die die Bundesrepublik leistet. Ja, ich hatte ein handgreifliches Beispiel. Ich gehe mit einer
jungen Mitarbeiterinnen und deren vierjährigen Töchterchen irgendwo ein Stück des Weges und sie sagt, zeigt dann Anklagen auf die kleine Ursula und sagt, wie lange muss denn die Ursula noch büßen dafür, dass vor 50, 40 Jahren die Juden umgebracht worden sind. Ja, wird dann erzählt, die kleine Ursula muss da überhaupt nicht büßen, der fehlt deshalb gar nichts. Und aber das ist eine, dass es selbstverständliche Haftung gibt für ein gerichtetes Unheil, aber im Volksmund, in der Propaganda gewisser Parteien, deren jüngste jetzt die AfD ist, die aber das nicht erfunden hat, sondern die steht ja nun auf den Schultern der NPD, der Republikaner, der Deutschen Volksunion, der Deutschen Reichspartei, die gab es ja immer. Für die ist jetzt das neue Ressortiment geboten, die Juden machen alles zu Geld, auch ihr eigenes Leid. Und die verdienen sich jetzt ja am Holocaust, die goldenen Nasen. Das ist jetzt die dritte neuere, jüngere Traditionslinie. Und es gibt noch eine vierte, und das ist im Augenblick die stärkste. Und wenn ich die noch angedeutet habe, dann höre ich auch endlich auf. Nämlich der Antizionismus. Das spielte in der alten Bundesrepublik gar keine Rolle. Das spielte aber in dem anderen deutschen Staat, in der DDR, eine ganz zentrale Rolle. Die DDR war immer stolz darauf, dass sie ja die moralisch überlegenere Version der Nutzanwendung der Lehre aus der deutschen Geschichte ist. Die Faschisten, die Antisemiten, die saßen ja alle geschart um Adenauer und Globke im Westen. Und bei uns gab es das nicht. Was glauben Sie, was ich für Anfeindungen erdulden durfte, als ich ein Buch über Antisemitismus in der DDR veröffentlicht, vor ungefähr 8 Jahren oder so veröffentlicht habe? Ja, da kamen sie, die alten Banner haben mir erklärt, nein, das war der Globke. Bei uns gab es das gar nicht. Es gab die Ersatzdroge, das war nämlich der Antizionismus. Israel war der Schuldenstaat schlechthin in der, für die DDR, hing mit Kaltem Krieg zusammen und ganz selbstverständlich, so wie Israel von der USA und den von der USA geführten Nationen positiv konnotiert ist, so war Israel im sozialistischen Lager negativ oder mit allen negativen Attributen ausgestattet, imperialistisch, rassistisch, kriegstreiberisch. Das hat der DDR-Bürger in seiner Sozialisation erlernt. Das hat also lange Nachwirkungen und das erbot auch den großen Vorteil. Ja, das hat mit Judenfeindschaft ja überhaupt gar nichts zu tun. Aber Israel ist ein Aggressorstaat. Israel verhindert den Frieden. Also die absolute Identifizierung mit den arabischen Nachbarstaaten im einen deutschen Staat, die absolute Identifizierung mit Israel im westlichen Nachkriegsstaat hat ganz viel zu der jetzt herrschenden Polarisierung zwischen Freund und Feind und zur Verhinderung von Argumentationsaustausch beigetragen. Und an diesem Punkte stehen wir jetzt, dass wir sozusagen mit dem Begriff Antisemitismus, ohne ihn zu hinterfragen,
ohne zu wissen, was gemeint ist, in welche Facetten der Judenfeindschaft es gibt, welche Denunziationsmöglichkeiten er bietet und welche Möglichkeiten der politischen Instrumentalisierung. Das, ich will damit meine Andeutungen, groben Vereinfachungen eines komplexen Themas fürs Erste bewenden lassen, stehe jetzt sehr gerne zum Gespräch, auch für Kritik, wenn es denn sein muss, für Beschimpfungen zur Verfügung. Ich bedanke mich zuerst, dass Sie mir so lange und so freundlich und geduldig zugehört haben.